Nein. Was denn? Wenn ich dann bei dir bin, kann ich dann vielleicht deinen Puls fühlen? Mein Puls? Vivi! Warum? Hä, was ist denn los? Was machst du, Linda? Du kennst ihn nicht mal! Like dieses Video und abonniere meinen Kanal innerhalb der nächsten 5 Sekunden oder... Ach kommt Leute, ihr wisst doch, es passiert doch sowieso nichts. Würde mich trotzdem freuen. Hey Leute, ihr werdet mir das nicht glauben, es ist gerade ein bisschen weird. Ihr wisst ja, ich habe mit Vivi eigentlich schon so ein Date ausgemacht, ne? Wir wollen uns auf ein Date treffen und so. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass Vivi jetzt gerade allein mit einem Jungen zocken wollte. Und ich bin jetzt einfach mal rein. Die Gruppe, Leute, sie wissen nicht, dass ich es bin, weil ich habe meinen ehrenhaften Stimmverzerrer am Start, Leute. Ich werde einfach beobachten, was sie da in der Runde jetzt so machen. Und wir schauen einfach mal, Leute. Es ist gerade ein bisschen weird. Ich hoffe, sie macht da keinen Unsinn jetzt mit dem Jungen da. Leute, ich mache auch direkt Stimmverzerrer an. Let's go. Ah, hello? Hey. Hallo, warte mal, wo wollt ihr hin? Lass mal dorthin, ganz weit weg, ich bin nicht so gut. Skopje, wie geht's dir? Warte mal, kennt ihr euch? Ja. Oh Leute, das hört sich nicht gut an. Hä, die meinten gerade, die kennen sich. Ey Leute, ich bin euch ehrlich, ich hoffe, ihr macht keinen Fuck, ich muss mich unmuten, wartet. Wie? Ja, Skopje. Was sagst du eigentlich zu meinem neuen Renegade, also zum Renegade? Hä, der ist voll fresh, sieht nice aus. Hä, hey, stopp, Vivi, ich finde den Renegade Raider von ihm gar nicht so schön. Das ist gar nicht der echte, so, weißt du? Hä, doch, der ist schön. Aber... Was denn? Hey Leute, es macht mir gerade ein bisschen Angst. Und zwar, Vivi, zwar war ich halt heute so draußen, ne? Ja. Und ich habe halt meinen Schlüssel verloren. Und ich dann wollte ich fragen, ob ich vielleicht bei dir schlafe. Hi, stopp. Hallo. Was macht ihr da? Hallo, du Obstskorpion. Sei mal nicht zu frech zu Vivi. Das darfst du gar nicht sagen. Ich bin gar nicht frech. Hallo, du schläfst nicht bei Vivi. Das machst du nicht, okay? Das darfst du nicht machen. Weißt du warum? Weil ich sonst die Polizei rufe. Also mach das nicht, okay? Wo soll ich denn sonst schlafen? Leute, versuch dir gerade Retalk Vivi zu klären. Ist das denn okay, wenn ich denn bei dir schlafen könnte? Ja klar. Kannst ruhig bei mir schlafen. Alles gut. Sie hat jetzt nicht gerade ja gesagt, nein. Wait. Du hast eigentlich voll einen hübschen Skin, ne? Hey, danke schön. Sieht schon fresh aus. Aber, Vivi? Was denn? Warte mal, irgendwie, du kommst mir gerade bekannt vor. Irgendwoher kenne ich deine Stimme. Wer bist du nochmal? Also ich habe dich nur in meiner Freundschaftsliste gehabt und ich bin euch halt einfach beigetreten. Leute, sie darf nichts bemerken. Ich habe extra keinen Renegade Raider reingemacht, damit sie mich nicht erkennen. Ey, aber als wenn die mir gerade hier ein bisschen so, ich nenne es mal fremdgeht, Digga. Wir wollten aufs Date so. Ich gucke mir das noch ein bisschen an. Was ist los? Du wohnst ja in meiner Nebenanstadt und daher ich ja halt meinen Schlüssel verloren habe und du ja in einer anderen Stadt wohnst, kannst du mir vielleicht den Weg dann zu dir nach Hause zeigen? Oha, wie süß von dir, klar. Sag einfach, wo ich dich dann abholen soll. Ich höre dich dann ab. Ja. Halt, warte. Aber jetzt ganz kurze Frage. Woher kennt ihr euch eigentlich? Aber weißt du was, du willst gar nicht wissen, aber Vivi? Was los? Ich weiß nicht, kennst du den YouTuber Lumix? Nee, ich habe noch nie was von dem gehört. Warum? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... Entschuldigung, mein Mikrofon. Okay. What the fuck? Hat sie nicht gemacht. Na warte Wie? Mal. Ey, das geht... Das kann nicht wahr sein. Sie geht gerade nicht Retalk mit dem Typen. Na, never. Wow. Ich muss das irgendwie unterbrechen. Das geht gar nicht. What the Hallo, fuck? Hallo, Vivi? Ja, Skorpion, alles gut. Ich bin da. Nein. Jetzt rede ich. Skorpion, niemand hat dir erlaubt zu reden. Jetzt lass Vivi in Ruhe. Wir müssen in die Zone jetzt. Ey, aber Skorpion, wie findest du eigentlich mein Outfit? Ist das fresh? Das ist voll cool, Vivi. Also ich finde das voll hübsch. Du Skorpion, du findest das. Hallo Skorpion. Danke, Skorpion. Hä? Aber ich finde das viel hübscher als ihr. Hallo, Vivi. Hä, ich finde das. Ja, auch an dich, aber danke nochmal, Skorpion, ne, für das Kompliment. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. What the fuck? Was macht sie da? Sie geht mit Skorpion einfach. Warte mal, ich hab mit Vivi ein Date ausgemacht. Ich hab mir die Haare wegen ihr gefällt. Ich hab alles getan. Und jetzt geht sie mit so einem Fake Renegade Raider. Ja. So, ich glaube, wo ich dich einmal das erste Mal gesehen habe, war das irgendwie lieber auf den ersten Blick. Keine Ahnung, warum ich das so sage. Oha, wie süß. Fand ich richtig süß. Dankeschön. Aus. Hey.
glaubst du denn eigentlich so an Liebe an den ersten Blick? Also glaubst du daran? Hallo, ihr beiden da. Also ich will euch jetzt nicht stören so, aber ihr seid jetzt nicht zusammen oder so, oder? Nein, noch nicht. Warum? Hä? Was heißt hier noch nicht? Warum rastest du denn so aus? Was ist das? Hä, nee, alles gut. Alles gut, ich wollte nur fragen so. Ey, das kann nicht sein. Ey, das kann doch nicht sein. Was macht sie da gerade mit ihm? Ey, ich will euch... Nein. Ey, Skorpion, komm mal zu mir. Erste Liebe? Hallo, halt! Hallo, jetzt red ich. Skorpion, du kommst zu mir. Hallo. Ich will jetzt nicht frech sein so, aber dieses Mädchen da, die hat schon einen Freund. Lass die in Ruhe. Hä, was redest du da? Ich hab keinen Freund. Was redest du, ja? Hä, aber... Ich hab keinen Freund. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich hab keinen Freund. Aber? Hä, was denn? Hä, aber Vivi, du kannst doch nicht einfach... Hä, du weißt gar nicht, wie alt er ist, du kennst ihn gar nicht. Hä, doch, wir haben ein bisschen geschrieben über Instagram. Aha, und deswegen macht er jetzt einen auf Matsu und lässt das zu, oder wie? Hä, was ist denn dein Problem? Wer bist du überhaupt? Also was sie da mit ihm macht, sie lässt ihn ja voll durchgehen, der Kleine. Ich schwöre, ich wollte auf Date mit ihr, er macht gerade alles kaputt. Hä, nein, ich bin viel besser als er, lass dich. Hallo, ich kann das auch, Vivi. Hä, schau mal, ich bin auch voll gut. Hä, Vivi, ich beschütze dich, warte, Vivi. Vivi, komm mal zu mir. Guck mal, ich hab was für dich. Du bist aber in der Zone. Ja, schau mal, guck mal, willst du ein Mini von mir haben? Ey, gerne. Vivi? Oha. Danke. Hä, nein, ich... In deiner Stadt denn noch so hübsche Sehenswürdigkeiten wie du? Oha, voll süß von dir. Oh mein Gott, ich werd angeschossen. Den hole ich, Vivi. Bin voll gut, den holen wir. Komm, Vivi. Leute, ich muss es alles geben. Ich muss es beweisen, dass ich besser bin. Komm. Nein, sie ist tot, Leute. Wir müssen sie hochholen. Hey, Vivi, ich hol dir eine Karte. Egal. Ich hol dir eine Karte. Ist nicht schlimm, Vivi. Kann passieren. Nein. Hey, du bist ja gar nicht so gut. Was erzählst du denn? Nein. Vivi, alles gut. Wir kriegen das hin, Vivi. Oh, oh. Gar nicht gut. Oh, weia. Oh, no, no. Svena, schaut nicht gut aus, Leute. Ey, aber ich bin euch ehrlich, ich muss das irgendwie retten. Vivi hintergeht mich gerade komplett. Wir wollten nur auf ein Date und jetzt sowas. Nein. Was denn, Skorpion? Du bist nicht nur der Hammer, du bist der ganze Werkzeugkasten, also. Oha. Jetzt halt's. Wie süß. Ich betäube meine Sinne. Leute, wir gehen jetzt in die nächste Runde rein. Ich schau mal das Ganze jetzt genau eine Runde an, dann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin gerade sprachlos. Wir gehen jetzt runter, Leute. Wir sehen uns. Leute, ich bin jetzt mit Ihnen in der nächsten Runde. Ich schau mal es jetzt noch eine Runde lang an. Ich weiß nicht, ob ich dann platzen soll, was ich tun soll. Ob ich sauer sein soll. Enttäuscht. Es ist gerade einfach nur alles so. Boom. Wisst ihr, ich meine so. Aber wir schauen einfach rein. Hallo, seid ihr da? Ja. Wo wollen wir landen? Dort, wo du willst, Vivi. Überall, wo du Lust hast. Skorpion, wo willst du landen? Wir gehen hier unten hin. Hallo, hier unten. Vivi, was hast du mit diesem Skorpion? Was ist an dem so besonders? Der hat nicht mal den richtigen Renegade-Rater. Hey, Vivi, du kennst doch Lumix, stimmt's? Ich weiß nicht, wer das ist. Hey, ist ja auch so lügen. Guck mal, auf jeden Fall, Lumix hat den richtigen Renegade-Rater. Das ist viel cooler. Ist doch scheißegal, ob OG-Skin oder nicht. Sie sagt, ja. Sie kennt mich nicht mal. What also, the fuck? Du musst eigentlich der wahre Grund für die globale Erderwärmung sein, weil... Echt warm, wenn man dich so nimmt, ne? Voila, wo hat er seine Anmachsprüche her, Digga? Komplett auf Wish bestellt und auf AliExpress versendet. Ich bin Vivi da auf... Nee, ich komm nicht drauf klar. Was geht hier ab? Ich glaube, ich bin im falschen Film. What the fuck? Ey, ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich einfach dazwischen gehen? Ich soll hier eine Ansage machen? Aber dann fällt es halt auf, dass ich das Ganze bin. Das kann ich nicht machen. Wisst ihr, wie ich meine so? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Was soll ich tun? Aber Leute, dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr reagiert. Das geht gerade gar nicht ab, nochmal. Hä, nein, Skorpion, du hörst jetzt mal auf, mit ihr zu reden. Hä, Vivi, du kennst sie gar nicht richtig. Du hast sie vielleicht in Instagram oder irgendwo gefunden. Das sagt gar nichts aus. Ha, Vivi, oh, du hast voll die schönen Augen. Danke schön. Siehst du, Skorpion? Siehst du, ich kann das auch. Ich kann das auch wie du, Skorpion. Siehst du das? Also, ich muss dir sagen, du wirst von Tag zu Tag halt hübscher und heute siehst du halt schon wieder aus wie in der nächsten Woche. So. Oha, ey, du bist richtig süß. Woher hast du immer diese Anmachsprüche? Nein, Skorpion, du kommst jetzt mit mir. Skorpion, komm mit. Vivi, du bleibst da drüben. Pass mal auf, ich sag dir jetzt was. Hör auf, sie so anzumachen. Die hat einen Freund, okay? Also lass sie in Ruhe. Sie wollte mit jemandem auf ein Date gehen. Also lass sie in Ruhe, okay? Stimmt doch gar nicht. Ja, hör auf jetzt. Musst du eine Ansage machen? Der lässt das sonst ja nicht. Was soll ich machen? Ich muss einfach irgendwie ablenken. Wir müssen in Zone move auf jeden Fall. Hey, lass mal Zone move. Kommt mal. Nee. Wie? Was denn? Wie machst du das eigentlich, dass du so von jede Minute immer hübscher wirst? Oha. Warum bist du so süß? Also wenn ihr jemand...
süß ist, dann bin ich das. Schau mein Skin an, Vivi. Sofort das abhauen. Oh, weia. Oh, Vivi. Vivi, muss mitkommen. Ich beschütze dich. Alles gut. Nein, Scorpion, ich mach das. Hallo, ich schaff das von Scorpion. Vivi, komm, ich beschütze dich. Komm mit Vivi. Vivi, schau mal. Nein, schau mal, ich hab sogar was für dich. Hier, schau mal, für dich. Nur für dich. Scorpion. Einen. Lass weg vom Scorpion. Wir müssen weg von nein, dem. Nein, lass ihn doch nein, 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 Vivi, nein. Komm, du musst darf weg von Scorpion. Er bringt uns so ungefähr. Lass weg, Vivi. Nicht zu Scorpion. Hallo. Ich hab keine Munition. Sie rennt eiskalt zu Scorpion. What the fuck? Das Beste ist, wir gehen irgendwie hier außer. Wir müssen irgendwie jetzt mit in die Zone oder irgendwas. Keine Ahnung. Hallo. Ich hab alles. Kommt einfach mit. Vivi, du bist voll gut. Herr, nein. Hallo, ich wollte das gerade sagen. Vivi, du bist voll hübsch, weißt du das? Danke. Ja, so. Und schau, guck mal. Ich muss auch sagen, schau mal, du hast voll die schönen Augen. Du hast Goldkette. Du hast voll die schönen Schuhe. Hey. Oh, Popo. Scorpion, wie würdest du denn mein Outfit so bewerten? Von 1 bis 10? 10. Ganz klar. Danke. Haha. Ha. Hey, Vivi, ich finde dein ist eine 11 von 10. Haha. Ha. Scorpion, haha. Wir nehmen hier Hops. Wir müssen die Zone jetzt kommen. Beeilt euch. Das ist ja nur ihr Outfit. Sie an sich ist eine höhere Zahl. Herr, weißt du was, Gobin? Ich würde es cool finden, weißt du, du musst uns ja beschützen, so, ne? Bleib du am besten hier so, bewach hier alles so und ich gehe mit Vivian beschützen, so. Ist okay? Machen wir so? Nee. Herr, doch. Herr, warum nicht? Aber... Vivi? Nein. Was denn? Wenn ich dann bei dir bin, kann ich dann vielleicht deinen Puls fühlen? Mein Puls? Okay, also jetzt bist du gerade ein bisschen cringe. Ja, normal, muss sein. Naja, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit, sorry. Hä? Wie, warum? Keine Ahnung, du bist jetzt ja... Jetzt hat er endlich den ersten Code bekommen, richtig, keine Digga. Ahnung. Das ist meine Chance, Leute. Hey, Vivi, weißt du was? Ich muss hier gar nicht die krassen Anlaufsprüche raushauen, aber soll ich dir was sagen? Ich finde, was, du bist so, wie du bist, perfekt so und jetzt... Lass den Scorpion in Ruhe! Oha, hä? Also wärst du ein Junge, ich würde dich direkt klären. Ohne Scheiß, du bist richtig süß. Tja, Scorpion, ne? Jetzt bist du sprachlos, ne? Jetzt bin ich zurück. Hallo, die Vivi, ich hab gesagt, die hat einen Freund. So, jetzt lass sie in Ruhe. Sie mag dich nämlich gar die nicht. Sie hat doch keinen Freund. Hey, doch, hat sie. Jetzt lass sie in Ruhe. Lass sie einfach, okay? Ist besser ja, so für uns beide. Weißt du noch was? Sie hat einen Freund. Scorpion, komm mal zu mir. Lass sie einfach in Frieden. Ich sag dir das jetzt hier ganz in Ruhe, Scorpion. Sagst du noch ein was? Weißt du, was ich da mach? Dann pupst ich dich an. Genau so. Vivi? Ja? Kann ich dich etwas fragen? Was denn? Was sind eigentlich deine Lieblingsblumen? Lieblingsblumen? Ich feier Rosen. Rosen, pinke Rosen. Und an welche Adresse soll ich dir die dann schicken? Ich weiß nicht, ob ich dir die jetzt so sagen soll. Halt stopp, nein! Halt stopp! Jetzt rede ich! Scorpion, das geht zu weit! Hey, ich hätte das auch so hinbekommen wie du. Du hast mir alle Kisten abgestaubt. Hey, du hast mich geblockt, ich bin wegen dir gestorben, natürlich. Hey, Vivi, ich hätte das auch geschafft. Vivi? Er sagt noch ein und ich. Das Leben ist halt wie ein riesiges Puzzle und du bist genau das Stück, was ich halt schon lange suche. Hey, du bist richtig süß. Warte mal, jetzt muss ich aber was klarstellen. Hallo, passt mal auf hier. Wir sind ja nicht im Kindergarten. Du mit deinen billigen Anmaßbrüchen kannst einpacken gehen. Lass sie in Ruhe. Nochmal, sie hat einen Freund. Du, Vivi, was machst du da eigentlich? Du hast, aber du wolltest doch, Hä, was denn? Du regst dich voll auf gerade. Ich darf dich nicht verraten, Freunde. Ich darf dich nicht verraten, dass ich das bin. Was sage ich am besten? Hallo. Deine Augen sind so schön. Die hätten sogar den Eisberg von der Titanic zum Schmelzen gebracht. Wow, du bist richtig süß, ohne Spaß. Dankeschön. Ich bin enttäuscht. Was soll ich sagen? Leute, ich gucke mir das jetzt so genau einen Anmachspruch lang an, wenn noch irgendwas kommt. Voila. Den hol mir, Jungs, kommt! Wie hat sie das gesehen, wie gut ich bin? Ich hab den richtig hochgenommen. Wie hast du das gesehen? Voll cool, nee, hab ich oder? Nicht gesehen. Hä, aber... Wie? Ja. Und zwar ist halt das Leben wie eine Keksdose und du bist halt mein Lieblingskeks davon. Hä, du bist richtig süß. Wie kann man so süß sein? Vivi! Warum? Hä, was ist denn los? Was machst du denn da? Du kennst ihn nicht mal. Wie hast du schon vergessen? Warum weinst du? Was ist los? Ja, du kennst ihn nicht mal und hast du es ganz vergessen. Du wolltest auf ein Date gehen. Hä,
Was für ein Date? Was laberst du? Hallo? Was laberst du? Hallo? Warum redet der denn nicht? Weiß ich nicht.